Hey Freunde, hallo, herzlich willkommen zurück zu The Last of Us 2. Ja. Richtig gut lief's in der letzten Folge eigentlich für uns, denn wir konnten Dina retten und Ellie, naja, die hat hier ein bisschen Krawall gemacht und stimmt, die hatten wir alles schon längst aufgesammelt. Jetzt bin ich noch mal am Überlegen, hatten wir Isaacs Auftrag gelesen das letzte Mal? Nee, hatten wir glaube ich nicht, ne? Töte ab hier alle Eindringlinge. Ich schicke zusätzliche Einheiten, um die andere Frau zu finden. Kommt abends in die Basis zurück, bringt alle verfügbaren Vorräte mit. Okay, so, das war das Ding. So, genau, das Foto, das hatten wir glaube ich, ne? Das Foto von Lea oder wie auch immer. Können wir leider nicht wenden. Okay, und die Notiz nochmal. Die hatten wir auch noch nicht, nämlich. Jordan, Isaac lässt uns für 2 Wochen beim TV-Sender Wache schieben. Scars wurden dort gesichtet. Hier ist etwas zur Erinnerung. Lea. Achso, ja, stimmt. Genau so war das. So, das hatten wir dann also. Pillen hätten wir mehr als genug. Lauschmodus? Ja, stimmt, da wollte ich glaube ich noch hier müssen wir erstmal noch ein Buch finden. So, das heißt, in dieser Folge sind wir drauf und dran, aus der Schule abzuhauen. Und zwar werden wir wahrscheinlich irgendwie da hinten raus müssen. Bin mal gespannt, die haben ja diesmal auch Hunde dabei. Das wird lustig. Sieht immer so lustig aus, wie Ellie da runterfällt. So, finden wir dann irgendwas? Wir brauchen schließlich ein paar Sammelobjekte. Alles klar? Ja. Ich dachte schon, das ist aus. Übrigens, danke für die Rettung. Na klar. So, hier gibt's erstmal nichts. Das sind also die Wolves. Schwer bewaffnet. Mhm. Ja, allerdings. Dachtest du, es würden so viele werden? Tommy meinte, das wäre möglich. Ändert das was für dich? Nein. Ganz ehrlich, jeder normal denkende Mensch würde dann irgendwann noch mal aufgeben. Die Augen nach Patrouillen offen. Hier waren ein paar, die versucht haben, mich auszuräuchern. Wie viele? Bin an 2 vorbeigekommen. Aber da waren mehr. Okay, dann waren da halt mehr. Sobald sie merken, wir sind aus der Schule raus und dass ihre Freunde tot sind, werden sie nach uns suchen. Also gut, dann muss ich lang. Dass die einfach so angegriffen haben. Diese Leute sind nicht wie wir. Was, wenn wir Flüchtlinge wären? Was, wenn wir brauchbare Infos hätten? Scheint denen alles egal zu sein. Ich finde auf jeden Fall erstmal nichts. Doch, springen geht. Wollte schon sagen, warum kann ich nicht mehr springen? Kannst du bitte die Dings, die Waffe wegpacken, Fräulein? Warum packt ihr jetzt die Waffen wieder nicht weg? Gut. Ja, wo müssen wir lang? Gibt's einen Pool? Gut, da geht's aber nirgendwo raus. Also erstmal umgucken. Ich nicht nochmal so ran, so ohne Waffe? Und offenbar nicht. So, einmal die Füße das machen. Yeah, bitte baden. Yeah, buddy, buddy. So. Ach du Kacke. Oh, wo sollen wir denn hier jetzt? Blutspuren. Das gefällt mir schon mal gar nicht.
Rest in dem Haus wird wahrscheinlich ein Klicker oder ähnliches drin sein. Ich hätte abkürzen können. Oh, ein Bollerwagen. Ich hätte wahrscheinlich hier abkürzen können. Na super. Die Karte können wir hier gar nicht aufrufen. Ganz geil. Ich frage mich, ob in diesen Gebäuden noch irgendwas ist. Irgendwas ist dort immer. Und das irgendwas werden wir auch herausfinden. Oh, wieder eine Karte. Yay. Kinnard-esque. Okay. Kinnard-esque. Irgendwas vielleicht. Echter Name Georgina Kinnard. Intelligenz 80, Muskelkraft 40, Zugehörigkeit Society of Champions. Kinnard, von ihren Freunden Georgie genannt, ist eine brillante Anwältin, die dem Rechtsstaat fest verbunden ist. Sie ist die bekannteste Verteidigerin für Helden, die der Fahrlässigkeit, exzessiver Gewaltanwendung, Sachbeschädigung und vorsätzlicher Gefährdung angeklagt werden. Ihr Ruf brachte jede Menge ungewollte Aufmerksamkeit mit sich, aber die meisten Kontrahenten sind klug genug, sie ungestörte Gerechtigkeit nachgehen zu lassen. Dafür sorgen schon ihr schwarzer Gürtel in Aikido und die gesamte Society of Champions in der Kurzwahl ihres Handys. Okay. Das ist aber auch so ein bisschen so eine fiese Nummer, ne? Wehe, du tust mir was an oder ich hol meine großen, starken Freunde. Okay, so. Alkohol. Bräuchte mal ein paar Scheren, bitte. Denn... Molotowskis. Will ich schon nicht bauen. Könnte aber vielleicht nochmal eine Rauchgranate machen. Ist ja nie. Man weiß nie. So. Okay, Ellie. Okay. Oh, ein Schmetterling. Schmetterling. So. Dann schauen wir mal. Hey, hier gibt's eine Karte. Kann ich die aufsammeln? Wo sind wir? Wir sind da, wo der rote Punkt ist. Dann ist der Pool. Hier geht's zur Straße raus. Das heißt, wir werden wahrscheinlich hier nach unten müssen. Okay. Feuerlöscher bringt uns nichts. Er ist nach oben gegangen, ne? Die Frage, hört man jetzt was? Gehen wir mal langsam nach oben, würde ich mal sagen. Irgendwo da hinten war. Scheiße. Hey, ich bin ausgewichen. Oh. Hast du ihn? Ja, hat sie. Ja. Shit.
Mein Herz rast. Meins auch. Meins diesmal nicht. Ah, eine Schere. Super, jetzt brauchen wir noch Klebeband. Ah, es wird immer besser. Ja, fein. Können wir jetzt eigentlich schon verstärken? Ja, könnten wir. Da würde ich aber vielleicht noch ein bisschen warten. Oh ja, Medikamente. Und ich weiß, ich habe mehr als genug, aber ich brauche hier irgendwie mal langsam so ein Trainingshandbuch. Gibt's denn die? Verdamm mich nochmal. Oh ja, Munition. Das war doof. Wenn der Nachladeknopf der gleiche ist wie der Abzugknopf. Ach ja. Die Straße, da mussten wir hin. Wahrscheinlich auch drüben durch die ganzen Apartments durch. Warum haben sie Tommy und dich nicht getötet, als sie die Gelegenheit hatten? Frag mich auch. Ich weiß nicht. Leichtsinnig. Vielleicht sind sie dumm. Vielleicht. Was? Vielleicht wart ihr nun nicht die, nach denen sie gesucht haben. Also haben sie euch gehen lassen. Sie haben uns ganz schön verprügelt. Der eine Typ, Jordan, hat mir ins Gesicht getreten. Ja, aber warum haben sie es nicht zu Ende? Ist doch egal. Sie haben es verkackt. Stimmt wohl. Das ist richtig. Einerseits verkackt. Und dann... Wie hieß das Mädchen vom Zettel? Die im TV-Sender? Lea. Lea. War sie die... war sie die mit dem Zopf? Nein. Ich erinnere mich nur noch, wie sie um dieses sadistische Arschloch heulte, als ich ihn aufgeschlitzt habe. Okay. Also, was hast du mit ihr vor? Herausfinden, was sie weiß. Herausfinden, wo die anderen sind. Dann weitersehen. Willst du sie fragen, warum sie es getan haben? Ja. Da wird es wahrscheinlich weitergehen. Erinnert dich irgendwas davon an das, was Joel über seine Vergangenheit gesagt hat? Nichts Neues. Wie groß ist die Chance, dass er was getan hat, von dem du nichts weißt? Groß. Er war... Er hat mir nicht viel gesagt. Ich frag mich, was Tommy von all dem hält. Er wüsste sicher mehr darüber, welche Leute Joel verärgert hat. Wisst ihr ja wahrscheinlich, das ist richtig. Dann nochmal Reinigungssachen. So ein Putzlappen alleine bringt mir nicht viel, Mensch. Nein. Ah, es geht nach hinten noch raus. Beziehungsweise hinten rum. Oh Gott, das gucke ich mir dann an. Ich kann hier was lesen, ja. WLF-Regeln müssen befolgt werden. Allen Anwesenden. Hey, sieh dir das an. Ja. Seattle tauscht einen schlechten Machthaber gegen den nächsten. Kann ich jetzt Ende lesen? Danke. Eine Anweisung von WLF-Soldaten ist, Folge zu leisten. Fedra-Kollaborateure werden exekutiert. Für das Verlassen der zugewiesenen Zone ist eine Genehmigung erforderlich und die Sperrstunde bleibt bis auf Weiteres in Kraft. Sehr fein.
Es kommt mir aber ehrlich gesagt hier alles ein bisschen zu ruhig vor. Ich hätte echt fast sagen, es ist die Ruhe vor dem Sturm. Okay, da hinten könntest du lang gehen. Also den Container kann ich bestimmt da oben ranschieben. Halt die Frage, ne? Wo geht's jetzt wirklich lang? Was hast du damit vor? Ich hätte es gern gezogen. Kriege ich das Ding eigentlich überall hin? Kriege ich hier schon mal nicht vorbei? Ich glaube, ich muss dann am Ende in die Richtung. Bin gleich zurück. Ich halte Wache. Sehr schön. Also geht's hier nicht weiter. Vielleicht kriegen wir hier jetzt endlich ein Trainingshandbuch. Wäre mal gut. Ach komm, hier liegen doch überall Bücher rum. Kannst du mir nicht erzählen, dass davon nichts gebraucht wird? Gut, eine Schere schon mal. Oh, und ein Zettel. Viv, wir wurden letzte Nacht ausgeraubt. Es war Jimmy. Ich hoffe, das ging allein auf sein Konto. Wenn ihr Probleme habt, kannst du mir das sagen. Dein Sohn und du, ihr beide liegt mir am Herzen. Wir sollten doch mehr denn je aufeinander achten. Es gibt schon genug Kriminelle, die in dieser Stadt das Sagen haben. Gib ein bisschen Salz und etwas Wasser hinzu, dann schmeckt es fast so wie das Original. Es ist nicht viel, aber hoffentlich hilft es, dich zum nächsten Sicherheitsbereich zu bringen. Raoul. Habe ich jetzt ein Rezept gelernt? Offenbar nicht. Okay, ich höre zumindest erstmal nichts. Ich sag gleich, komm, dass hier irgendwo was angesprungen kommt, ey. Oh, Schrotflintenmunition. Nehme ich sehr gerne. Oh, Teile? Was haben wir denn da für eine Bombe? Verdammt, was ist das? Eine Art Bombe? Ringfalle. Sehr schön gemacht. Rezept für eine Sprengfalle freigeschalten. Gucke ich mir mal an. Sprengfalle. Besser als eine Rauchbombe. Nehmen wir alles mit. So, ich muss dann... Achso, die lege ich hin. Okay. Eine Gitarre und ein Mountainbike. Kann ich nicht mit dem Mountainbike abdüsen? Offenbar gibt es sonst nichts weiter hier. Na dann. Weiter, weiter geht's. Aber echt merkwürdig, dass hier so wenig los ist. Gut, die haben... Hat es sich gelohnt? Ja. Gut, die haben auch die ganze Stadt leergeräumt. Komm ich hier rüber? Okay, ich muss auf jeden Fall hier runter. Jetzt bin ich nochmal kurz gespannt. Tut mir leid, Freunde, wenn wir den Weg unten zurückgehen. Hier hinten um die Ecke noch was finden. Okay, die kann auch schnell nach vorne wischen. Wuschidi, wuschidi.
Echt, ey, du kommst nicht durch diese Büsche durch. Genau, das war das eine Zimmer. Das war das eine Zimmer. Hier war ich noch gar nicht. Aha. Na dann, mal gucken. Alkohol. Medikit basteln. Wie doof, dass wir Tücher hier ohne Ende finden. Und eine Karte noch, sehr schön. Kartefälle Rockefeller. Karte Rockefeller. Das sieht auch interessant aus. Rockefeller, echter Name Norman Striker. Intelligenz 60, Muskelkraft 100, Zugehörigkeit Society of Champions. Die Krönung des Schaffens des Immobilien- und Baulöwen Norman Striker war das Spike-Hauptquartier, sowohl der sichtbare Teil als auch der riesige unterirdische Laborkomplex. Doch als er in ein geheimes Experiment hineinstolperte, versuchte Lauren Foucault, ihn per Baugrubensprengung loszuwerden. Als es der Society of Champions nicht gelang, Striker aus dem Schutt zu ziehen, machte Dr. Stamm die Steine zu einem Teil von ihm. Rockefeller ist jetzt von Kopf bis Fuß durch eine Steinrüstung geschützt und hat sich zum Ziel gesetzt, das Spike-Hauptquartier Stück für Stück auseinanderzunehmen. Und er kennt es besser als jeder andere. Neutraler Held. Irgendwie, ganz ehrlich, was ist denn das für eine Geschichte hier immer mit diesen ganzen Leuten? Mann, Mann, Mann. So, wir müssen nach oben. Andere Sachen können wir, soweit ich weiß, nicht öffnen. Und dann springen wir einmal über die Brüstung. Yay. Ich kann die Gebäude immer noch sehen. Wie willst du das machen? Mal sehen. So, ja, wo müssen wir lang? Wahrscheinlich da drüben. Hier haben wir eine komische Schule. Gott, Alter. Das Open-World-Szenario ist ja schön und gut, aber man weiß echt nicht, wo man zuerst hin soll. Wo ist der Fernsehsender, wenn dann... Kann man das Ding ziehen? Nee, kann man nicht, okay. Gewehr! Auf diesem Dach! Ups! Wenigstens hat er mal was anderes gemacht als der Mission. Ich hasse die. Weißt du, wie oft er mich beinahe vergiftet hat? Was meinst du, warum ich angeln gehe? Ah, ich kriege Hunger. Ja? Das heißt, wir müssen jetzt an diesen Idioten vorbei. Ja. Ah, wo zum Teufel ist das Mädchen? Ah, ist hier in der Nähe. Und hier ist wirklich kein Scar? Du saß auf einem Pferd. Nein, kein Scar. Na, dann werden die Scars wohl töten. Erledigen wir das, dann können wir endlich erst... Mit ihren komischen Scars. Garantiert sind die Scars oder infiziert sind sie vor uns. Gut. Uhuhu. Also wir könnten ohne Probleme an denen vorbeikommen, aber das wird irgendwie ein bisschen dann doof. Oh mein. Das Problem wird ja sein, dass wir dann bei denen irgendwas Gutes noch bekommen könnten. Oder nicht hoch. Scheiß drauf, ich mach den Knüppel doch schon fertig.
toll. Oh Mann, also der Ehen hat definitiv Knüppel. Oh, und oben auf dem Dach steht ohne einer. Hey, da war gerade einer. Hinten. Okay. Also wenn er nicht ganz doof ist. Also. Hey, gleich hier! Wollte ich gerade sagen, wenn er nicht ganz doof ist. Hab ihn erwischt! Ich wollte gerade sagen, da kommen gleich die nächsten. Wir werden angegriffen! Ich glaube, das kam von da drüben! Los, durchkämmen wir das Gebiet! Da draußen ist jemand! Sein Mensch. So, müssen wir mal gucken. Eigentlich unter uns? Oder nicht? Da hinten ist der nächste. Vorsicht, zur Linken. Jetzt zum Henker. Quatsch, das bin ich. Dana! Vorwärts! Okay. Ja, das kommt. Ich weiß doch, irgendwo seid ihr doch jetzt. Ja, komm her, wenn du dich traust. Da bist du ja! Upsi! Home Run! So, ganz ehrlich, jetzt muss ich doch alle eigentlich erledigt haben. Welche übrig? Nö. Glaub nicht. Gut. Shit. Erkennst du einen von denen? Nö, kennst du nicht. Nein. Mann, diese QZ ist riesig, oder? Ziemlich riesig. Mhm, ist er. Glaubst du, hier sind überall Wurfs? Hoffentlich nicht. Kasse. Ein Laden für Teddybären.
Hätte ich vernünftig geschlichen, wäre das alles. Ist hier irgendwas? Nur Halloween-Zeug. Das. Ein paar dieser Sachen sehen witzig aus. Das erinnert mich an Teil 1. Und leider Ellie auch. Wahrscheinlich, deswegen findet sie es auch nicht witzig. Ach ja. Boah, echt jetzt. Wo denn noch überall lang? Gut, hier macht's keinen Sinn anscheinend. Warte echt noch drauf, dass die Hunde kommen. Ach ja. Tankstelle. War hier ein Basketballplatz? Schön. Oh ja, Klebeband. Da war doch noch was. Ja. Nichts dergleichen. Bau und verbessern. Sehr schön. Werkzeug verbessern, das war gut. Schadenstabilität finden wir noch verbessern. Zielfernrohr ist immer gut. Für die brauchen wir nochmal Stabilität, weil sonst kommen wir damit auch nicht weit. Ich überlege mich zu den Käfigen. Noch eine Patrouille. Ich glaube das nicht mal. Den Gestank da kommt hier jedes Essen wieder hoch. Aber echt, ey, wo kommt die jetzt her? Den Wichsern aufs Maul hauen und man trifft Eisen. Was du mit ihnen machen musst, wenn sie anfangen zu heulen, es ist hart. Alles gut. Okay, also. Ich will dann was für dich. Vielen Dank. Aber darf ich dir einen Rat geben? Klar. Bring dich zum Reden und dann lass es gut sein. Verlier nicht die Kontrolle. Schade. Oh. Hab ich recht? Schön ruhig, Mäuschen, schön ruhig. Das ist ja noch einer. Und draußen ist noch einer. Super. Lass uns mal links die ausknipsen. Die gute Person. Dann ist sie doch, ne?
mit diesen Patrouillen hier klarzukommen, das ist echt so ein Ding, ey. So, die wird dann wieder zurückkommen. Dann habe ich vorne den Axttypi und dann stand draußen noch einer. Oh. Dreh dich, danke. Eine Axt bei dir? Klappe. Ein Brecheisen hat sie. Oh, sehr schön, das könnte ich... Gut. Mal gucken, wie... Hinten ist ja noch einer. Mann, ich dachte, das wäre der einzige noch. Also, der einzige zusätzliche Typ noch. Ja, wo gehst du hin, Freundchen? Hm? Ja, ich hab Sichtkontakt! Hast du gar nicht. Hier drin! Weiter! Ja! Wo sind sie? Rechts! Was soll er? Hinter den Regalen! Liegt's nicht. Zwei von diesen Typis. Nicht. Was ich mich gerade frage, kann ich denn die Axt auch verstärken? Blase. Glück, Glück. Einmal die Nummer 2, bitte. Sehr schön. Und endlich mal wieder normale Munition. Siehst du noch mehr? Nein. Scheiße. Du warst echt gut drauf. Aha. Wie viele haben die dir hinterhergeschickt? So viele. Ja, das merkt man so. Wir gucken jetzt noch einmal, ob wir nicht irgendwas hier im Laden
für Ellie und Dina bekommen können. Ich glaube eigentlich eher nicht. Und dann würde ich auch die Folge schon mal beenden, denn ich weiß auch leider gar nicht, wie viel wir hier noch hin und her trödeln müssten, um alles zu erkunden in dieser Quarantänezone. Und von daher sage ich schon mal ciao, ciao. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt The Last of Us 2. Und ja, ich würde mich freuen. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, empfehlt mich weiter. Ihr kennt ja eigentlich diese ganzen Prozedere, über die sich jeder YouTuber so ein bisschen freut. Und ansonsten, ja, seid einfach nur wieder dabei. Ich habe auf jeden Fall Spaß. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Und bis dahin.